Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepte. Heute zeige ich euch mein Rezept für Pizza mit Spinat. Ich habe dafür ca. 500 Gramm Spinat genommen aus der Tiefkühltruhe diesmal. Aber ihr könnt natürlich auch frischen nehmen, dann müsstet ihr den einmal waschen, klein schneiden und ca. 4 bis 5 Minuten in kochendes Wasser geben und dann mit kaltes Wasser abschrecken und dann weiter verarbeiten. Dann brauchen wir eine Zwiebel klein geschnitten, eine Zehe Knoblauch zerdrückt, ca. 100 bis 150 Gramm Schafskäse, 50 Gramm Gorgonzola, 5 bis 6 Esslöffel Sahne. Für den Belag brauchen wir halbe Packung passierte Tomaten. Dann Gewürze. Ich habe jetzt 1 Teelöffel Thymian genommen, 1 Teelöffel Basilikum mit Oregano gemischt, 1 halber Teelöffel Pfeffer und Salz. Und natürlich noch ca. 200 bis 250 Gramm geriebener Käse. Ich habe den Gouda genommen. Für den Teig brauchen wir ca. 500 Gramm Mehl, eine Packung frische Hefe. Wir machen hier eine Mulde und packen dann so halbe Esslöffel Salz rein. 3 bis 4 Esslöffel Öl, Milch, dann kommt Hefe rein. Und bereiten dann mit lauwarmes Wasser unser Teig vor. So, das wird ein weicher Hefeteig. Machen wir den Deckel zu und lassen unseren Teig circa eine halbe Stunde an einem warmen Ort gehen. Als erstes habe ich die Zwiebel mit dem Knoblauch angebraten und gebe dann meinen Spinat noch dazu. Mache den Deckel zu und lasse so lange köcheln, bis mein Spinat aufgetaucht ist. So, jetzt gebe ich die Sahne noch dazu. Schafskäse und Gorgonzola. Lasse das Ganze dann einmal umrühren. Herd aus und auskühlen lassen. Und dann mit Salz abschmecken. Mit Salz würde ich natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil Schafskäse sowieso salzig ist. Immer abschmecken und probieren. Ich habe jetzt meine Arbeitsplatte mit Mehl bestreut und werde dann meinen Teig ausrollen. Die passierten Tomaten habe ich dann mit den Gewürzen und dem Salz vermischt und gebe das dann über meinen Teig über und verteile das schön. Dann kommt meine Spinatfüllung drauf. Schön verteilen. Zum Schluss kommt dann geriebener Käse drauf. Dann kommt die Pizza in den Ofen bei ca. 200 Grad und wird dann ca. 20 bis 30 Minuten auf der untersten Schiene gebacken.
Spinatpizza ist zu Ende gebacken, sieht auch richtig super lecker aus. Ich werde es nur noch in Stücke schneiden und servieren. Vielleicht ein bisschen warten. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zugucken und wünsche euch viel Spaß beim selber Backen und sage Tschüss bis zum nächsten Video.